Hallöchen und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu meiner neuen Aufnahme vom superschönen Sky-Pyramid-Projekt, ja. Und ich habe mal die Playlist wieder im Hintergrund an, diesmal bin ich etwas besser vorbereitet, ja, ich habe jetzt auch direkt die, Liste mit den Aufgaben im Hintergrund, nicht so wie beim letzten Mal, wo wir das ja alles immer irgendwie vergessen haben. So, und, hier wolltest du ein schnuckeliges Haus hinbauen. Denk da bloß dran. Das ist ja lieb. Ich hätte da jetzt nämlich nicht mehr unbedingt dran gedacht. So. Aber bevor wir da ein Haus hinbauen, ein Enderman. Hi, Andy. Andy. Stirb. Stirb. Oh. Komm doch her. Ja, ja, Andy. Ist doch gut. Zack. Stirb, los. Klatsch. Hast du eine Enderperle? Nein, okay. Ja. Wir sollten vielleicht noch... Hallo? Hallo? Ja. Okay, gut. Wir sollten vielleicht erstmal noch ein paar Steinchen farmen. Das tut mir jetzt leid, aber irgendwie müssen wir ja die Zeit rumkriegen. Nein, Quatsch. Irgendwie müssen wir ja Rohstoff haben, um überhaupt ein Haus bauen zu können. So, und deswegen ja. Müssen wir natürlich Steinlies abbauen. So, jetzt ist die Frage, ich bin gerade am Überlegen. Also ich will jetzt auf jeden Fall erstmal das Haus bauen. Und dann, dazu brauchen wir aber noch ein paar Steinchen. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt die Steinchen hier erstmal farmen. Und wenn ich das Haus gebaut habe, ja, dann widme ich mich, glaube ich, den Touren. Ja, ich glaube, irgendwie so werde ich das wohl machen. Ich bin überhaupt nebenbei erstmal noch am gucken. Sugarcane Farm haben wir, Melon Farm haben wir, Pumpkin Farm haben wir. Oh, wir müssen nur noch eine Monsterfalle bauen. Eine Monsterfalle müssen wir noch bauen. Oh, die müssen wir auch noch bauen. Oh, oh, oh. Okay. Eine Monsterfalle müssen wir noch bauen. Ein Haus, eine Second Story, wo ich immer noch nicht weiß, was Story heißt. Ich denke mal zweite Etage vielleicht oder irgendwie so ein Anbau. Ich werde einfach mal beides machen. Also ich baue ein etwas größeres Haus. So, und da müssen wir 10 Plattformen bauen, 20 Enderperlen und noch einen Turm. Und dann haben wir es schon. Also, wenn ich es richtig habe, 4 Aufgaben. Haus, Monsterfalle, Kaktusfarm sind 3. Aber automatisch, okay. Second Story sind 4 und 20 Enderperlen. 6 Aufgaben noch. Dann haben wir die alle erfüllt. Und ja. Dann sind wir soweit durch. Ich jag jetzt mal nur eine Spitzhacke durch. So. Das wird jetzt auch noch eine kurze Aufnahme. Ja. Einfach nur eben kurz hier so ein bisschen am Haus anfangen. Ja, und dann müssen wir da hinten mal gucken mit dem Bäumchen. Weil wir brauchen ein wenig Holz für das Häuschen. Ein bisschen viel Holz vielleicht sogar. Bin am Überlegen, ob ich das vielleicht aus Bricks mache. Dann mache ich das mit Cobblestones. Cobblestones fügt sich wahrscheinlich nicht so gut in das Gesamtbild ein, weil die Plattformen ja schon aus Cobblestones sind. Und deswegen... Naja, ich guck einfach mal. Ich überlege mir was spontan, wenn die Spitzhacke hier durch ist. So, oh, da ist sie auch schon durch. Und die Ausbeute einfahren. So. Wie viel haben wir jetzt? Irgendwie ist der noch ein bisschen suboptimal, glaube ich, der Cobblestone Generator. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, der ist echt suboptimal. Wisst ihr Bescheid? Suboptimal, wollte ich sagen. So. Okay. Naja, dann wollen wir mal sehen hier, dass wir hier vorankommen. So, nehme ich das Holz oder nehme ich das andere Holz? Das ist natürlich jetzt die große Frage, die sich stellt.
Welches komische Holz wir jetzt nehmen sollen. Oder das. Wirklich unterscheiden tut sich das ja nicht groß. Ist halt nur etwas. Wir nehmen das. Das ist mal was anderes. Würde ich mal so sagen. Und da haben wir jetzt auch mehr von. Genau, wir nehmen einfach das Holz. Passt schon. So, dann bauen wir hier mal das ganze Holz ab. Da machen wir mal von unseren ganzen Plantagen etwas. Oder ziehen wir mal aus unseren Plantagen Nutzen. So. Ja, um Essen müssen wir uns nie wieder Gedanken machen, glaube ich. Wie sieht es eigentlich aus mit irgendwie einer automatische Kaktusfarm? Ja, da brauchen wir doch auch Redstone dann irgendwie für, weil... Irgendwie, ich weiß noch nicht genau, wie das hier funktionieren soll. Wir werden dann nochmal tatsächlich an der anderen Insel gucken, ob wir da wirklich jetzt Rohstoffe finden, wie in den Kommentaren geschrieben wurde. Beziehungsweise wie mir gesagt wurde. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir da eventuell dann auch fündig werden. Ich hoffe natürlich, dass wir fündig werden. Naja. Mal sehen. So, dann wollen wir mal hier hinten weiterschauen. Sofort ist die Axt auch schon durch. Und dann haben wir aber auch erstmal ein bisschen Holz. Da kommen wir, glaube ich, dann erstmal mit weiter. Haben wir noch eine Axt? Nein, haben wir nicht. Okay, dann werde ich... Oh, oh, Oakwood Saplings. So. Oh, noch ein Oakwood Sapling. So, oh, hier sind ganz schön viele Saplings unterwegs. Saplinge. Setzlinge natürlich. Ein Oakwood, den setzen wir natürlich dahin. So, ja, inzwischen hat sich unsere Insel ja echt prächtig weiterentwickelt. Ich bin gespannt, was wir noch alles hier so hinkredenzen. So, dann wollen wir gleich mal mit dem Haus beginnen. Ich werde jetzt mal erstmal da oben meine Sachen holen. Wenn wir das Haus fertig haben, ziehen wir mit dem ganzen Zeug auch erstmal um. So. Was wollte ich denn jetzt nochmal? Ach so, ja genau, ich wollte mir eine Axt bauen. So. Eine reicht erstmal. So. So. Dann laufen wir mal dahin und werden schauen, ob was wir hier so noch erreichen können. Wie viel haben wir denn hier von? Spruce Wood. 61. Ja gut. So. Wir nehmen noch den Oakwood mit. Und jetzt bauen wir die Bäumchen da noch ab. Und dann sind wir... Oh, da ist noch mehr Oakwood Saplings. Schade, dass wir keine Birken mehr haben. Ich finde immer das Birkenholz, also das weiterverarbeitete Holz, sehr gut, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, um Boden zu legen oder so. Also das ist ein sehr schönes Holz dafür, finde ich. Ja, schade, dass wir die nicht mehr haben. Jetzt müssen wir das Haus halt mit unseren gegebenen Mitteln erstellen. So, das mit den 20 Enderperlen mache ich nebenbei, beziehungsweise dann einfach sonst zum Schluss, weil wir da ja einfach nur eine Nacht aufbleiben müssen. Einmal eine Nacht aufbleiben. Hihi. So, ja. Schön, die ganzen... Oh, wir kriegen jetzt aber auch Setzlinge wieder. Das ist ja echt wunderbar. Feier ich. Wir machen mehr aus unseren Bäumen. So. Da müssen wir auch noch einen hin tun. Wenn wir gleich wieder welche bekommen, dann werde ich das direkt machen. Ich werde auch mal direkt so frei sein und die Spruce Saplings hier mal platzieren. So. Jetzt haben wir quasi nur noch zwei Baumtypen, ne? Ja, das ist ja sehr gut. Beziehungsweise haben wir mehr Platz für die wenigen Baumtypen. Drei Reihen jeweils. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall eine wunderbare Ausbeute mit hin. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Axt fürs Abbauen verwendet. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Naja, macht man nichts dran. Steckt man halt nicht drin, ne? Haha.
So. Schön hier mal Bäumchen hingepflanzt.